Wenn du jetzt gerade Leid fühlst, egal ob dieses Leid ganz klein ist oder riesengroß, wenn du jetzt Leid fühlst, dann ist das Leid, weil du dich für das Leid entschieden hast. Und das hört sich vielleicht für dich hart an und für jemanden, der kein Geistestraining macht und glaubt, er sei der Körper, ist das völlig verrückt und wahnsinnig. Aber für jemanden, der wie du jetzt aufwachen will, ist das eine total wichtige Information, denn die bringt dich in deine eigene Verantwortung zurück. Und in die eigene Verantwortung zu kommen und das Leid zu überwinden, darum geht es in diesem Video, zu dem ich dich jetzt ganz recht herzlich einladen möchte. Und in einem Kurs in Wundern steht mal drin, dass der Geist, der Teil von deinem Geist nur Wirklichkeit hat, der mit Gott denkt, der mit Gott verbunden ist. Und das ist der größte Teil und der findet immer hier oben statt. Also dein Geist ist hier oben und ist riesengroß. Und der ist eben auch mit allen anderen Geistteilen um dich herum verbunden. Jeden, den du siehst da draußen, jeden, den du erinnerst, an alles, was du denken kannst, das ist eben hier oben, ja? Und mit denen bist du verbunden. Und der kleine Geistteil, der ist die Box, wo eben die Schwingung sehr niedrig ist, die Frequenzen sehr niedrig sind. Und dieser Teil ist so klein. Also das Ego-Denksystem, wo du dich jetzt eben als dieser Körper wahrnimmst, ist tatsächlich mini klein und unbedeutend. Aber dieser Teil bläst sich verdammt auf. Und in der Dualität hat er für die meisten Menschen zunächst als einziges Berechtigung. Und egal, ob du jetzt vorher schon spirituell warst oder einer Religion angehörtest oder so, das war immer ausgesondert, ne? Du hast deiner Religion gefrönt oder bist dann halt in die Kirche gegangen oder hast dann ausgesondert gebetet oder auch irgendwelche spirituellen Sachen gemacht, meditiert, in Seminare gegangen oder so. Dann bist du wieder in deine Matrix zurückgegangen mit deinem Avatar, mit dem Held des Traumes. Und natürlich muss der Held im Traum auch Sachen hier vollbringen. Er muss Abenteuer erleben, Herausforderungen bestehen. Und jetzt wird uns gesagt von unserem inneren Lehrer, du musst keine Herausforderungen bestehen. Du musst eine einzige Sache tun, dich erinnern. Und du kannst hier nur wach werden, wenn du dich erinnerst, wer du in Wahrheit bist. Und Leid und Schuld gehören nicht in den Geist eines heiligen Geschöpfes, wie du eins bist. Leid und Schuld haben ja die Welt von Raum und Zeit hier erschaffen. Und du wolltest das so? Da werde ich ganz oft gefragt. Ja, die Frage steht oft im Raum. So, dieses, wieso wollten wir das? Und ich habe es schon oft gesagt. Also letztendlich kann keiner von uns genau sagen, warum das so ist, weil wir sind hier Menschen in der Wahrnehmung. Wir können sowieso nicht erklären, was in der Ewigkeit ist. Wir können es nur ansatzweise begreifen. Und die beste Erklärung, und ja, das ist eben eine Erklärung, die du verstehen kannst, ist, du wolltest hier sehen, wie es ist, getrennt zu sein. Du wolltest im Unterschied lernen. Ja, und dazu brauchtest du diese Schule Welt. Dazu brauchtest du die Trennung, denn du kommst aus der Einheit, aus der Liebe. Du bist pausenlos mit allem, was ist, zusammen. Du hast keinen Mangel. Du erleidest keinen Hunger. Du kannst nicht frieren, nicht schwitzen. Dir kann nichts wehtun. Du kannst nicht sterben. Du bist ein reiches Füllegeschöpf. Und jetzt wolltest du eben in den Mangel. Ja, und aus diesem Mangel heraus, aus dieser Mangelwelt, die wir gemacht haben, da versuchen wir jetzt plötzlich wieder eine Fülle zu schöpfen. Und dass wir da scheitern können in einer Mangelwelt, ist klar. Und für uns war das damals in der Ewigkeit ein Spiel. Wir wussten ja, wir sind eins mit dem Vater, mit Gott, mit dem Schöpfer. Wir wussten ja, wir spielen nur. So eben wie du als Kind
in dein Kinderzimmer gegangen bist, gespielt hast und du warst da sehr selbstvergessen wahrscheinlich. Das sind die meisten Kinder beim Spielen. Aber trotzdem wissen sie im Hinterkopf ja, dass sie nur spielen. Und du hast geglaubt, du würdest niemals vergessen, dass du nur spielst. Und du warst ganz, ganz sicher, dass du nicht ins Vergessen gehst. Aber wie willst du denn wirklich etwas erfahren? Wie willst du wirklich etwas erfahren, wenn du immer wieder weißt, das ist ja nur ein Spiel? Na, das kannst du nur ansatzweise erfahren. Also musstest du es für dich Wirklichkeit machen, also wirklich werden lassen. Und in der Box, als du da reingeboren wurdest, also mit deiner Box, ja, mit deinem Avatar, mit deinen Talenten, Charaktereigenschaften, mit der Erziehung, die du so wolltest, bist du eben ins Vergessen gegangen. Und du bist so ins Vergessen gegangen, dass du eben das Mittelding zwischen dir und dem Schöpfer unbedingt brauchtest. Und das ist der Heilige Geist. Ja, du kannst deinen Lehrer auch anders nennen. Aber der Heilige Geist ist eben das Vermittlungsstück. Und sozusagen, stell dir vor, du bist ein Astronaut, du bist auf Außengang und bist aber mit einem dicken Seil an deinem Mutterschiff, bist du angeknüpft, bist verbunden und kannst jederzeit zurück. Und wir sind jetzt eben an einem Punkt, wo wir uns erinnern wollen. Die meisten von uns können sich noch nicht wirklich erinnern. Wenn du schon mal einen heiligen Augenblick hattest, kann ich dir sagen, das ist zum Beispiel so etwas, wo du dich erinnern kannst, wo du herkommst. Aber da die Ewigkeit nicht aus Bildern besteht und nicht aus Worten besteht, ist es sehr schwierig, das auf diese Ebene zu bringen. Du kannst hier immer wieder in heilige Augenblicke kommen und dir wird jetzt gesagt, wie du eben zurückgehen kannst nach Hause. Und das geht nur, indem du glücklich bist, weil in der Dualität wirst du immer wieder in die Versuchung geraten, unglücklich zu sein. Aber wenn du unglücklich bist, verleugnest du das Glück Gottes. Und du verleugnest so das Glück Gottes, dass er dich, ich nenne es mal jetzt so, nicht erkennt und nicht den Schritt tun kann. Gott weiß, dass du eingeschlafen bist. Das weiß er. Genaue Kenntnis von deiner Welt hier hat er nicht, weil du in einem Traum bist. Und für Gott gibt es nur Liebe und nur die Ewigkeit. Und du bist aber eben genauso, du bist genauso mächtig wie dein Schöpfer. Und du musst dich jetzt eben selbst wieder entscheiden, in die Einheit zurückzukehren. Und weil wir hier eben immer wieder in diese Box gezogen werden, mit den Etiketten, mit der Wahrnehmung, wo wir ja glauben, wir wüssten, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, kommen wir sehr, sehr schlecht eben hierhin übers Schlachtfeld. Du wirst gebeten, hier den Dingen die Bedeutung zu entziehen. Dafür sind auch die Lektionen im Kurs, gerade die ersten 50. Du wirst gebeten, zu verstehen, erstmal mit deinem Verstand, tatsächlich erstmal, damit du überhaupt erkennst, worum es geht. Du wirst gebeten, zu verstehen, dass du gar nichts hier weißt, dass du nicht weißt, was dir zum Besten dient. Das wird dir doch ganz klar gesagt. Und in dem Moment, wo du leidest, weil du etwas nicht hast, was du gerne hättest, das ist ja der Hauptgrund, weswegen wir leiden. Wir haben etwas nicht. Ja, sei es jetzt ein Menschen, weil der gestorben ist, weggegangen ist oder so, Geld, Gesundheit, irgendwas, was wir meinen, was wir haben müssten. Also in dem Moment bist du im Mangel. In dem Moment gibst du der Welt eine Bedeutung, die es nur für dich hat. Und diese Bedeutung musst du entziehen. Also diese Welt ist hier mit einem unglaublichen Magnetismus ausgestattet. Also du kommst ja aus der Einheit. Und in der Einheit bist du eins.
Das Wort Einheit sagt's ja. Und jetzt bist du in der Dualität und du hast einen Körper für dich mit deiner Box, mit deiner Programmierung und da bist du allein. Menschen sind allein. Du wirst allein geboren und du stirbst allein. Und das ist so, aber du konntest nicht ganz auf die Einheitserfahrung verzichten. Also hast du versucht, Beziehungen zu machen zu anderen. Ja, damit du ein bisschen ein Stück weit Himmel nachspielen kannst. Das Ego hat die Sexualität als große Säule für sich entdeckt. Und siehst du ja, schau dir die Welt an, da brauchen wir nicht tiefer drauf einzugehen. Wenn du dir das ein wenig anschaust, dann siehst du, wie mächtig Sexualität in dieser Welt ist. Und das ist eben etwas, was das Ego nachspielt. Und wenn du das in deiner Box missbrauchst, dann wird es zwangsläufig zu Leid führen, wie du es da draußen siehst. Sexualität, die eigentlich etwas Schönes sein soll, die eigentlich die Nähe mit einem anderen Menschen wiederherstellen soll, ja, wo du dich eben geliebt fühlen sollst und einen anderen lieben sollst, wird zu großen Teilen in dieser Welt komplett missbraucht. Du missbrauchst Sexualität. Und das siehst du doch. Und so ist es eben mit den anderen Säulen auch, die dich reinziehen. Säulen, die eine Parallelwelt sind, eine Parallelwelt zu der Welt Gottes. Macht, du bist ein mächtiges, supermächtiges Wesen. Du bist genauso mächtig wie dein Vater, wie dein Schöpfer. Genauso mächtig bist du wie er. Aber du missbrauchst deine Macht. Du versuchst dein Reich hier zu begründen. Ja, der Schöpfer begründet sein Reich in der Ewigkeit, wo du hingehörst, wo du eben auch dich ausdehnen sollst, wo du Liebe ausdehnen sollst, wo du selbst erschaffst, ja, wo du eben mit ihm zusammen, mit deinem Vater zusammen eben erschaffst, tatsächlich. Und hier fehlerschaffst du, hier machst du viele Dinge, die zum Scheitern verurteilt sind. Hier wird sowieso alles zerstört. Vergiss das an dieser Stelle nicht. Du kannst dein Reich hier nicht begründen. Und mit Geld ist es eben genauso eine Sache. Du glaubst, wenn du viel Geld hast, kannst du dir viel Masse, Materie anhäufen. Und dann sagst du, ja, dann bin ich frei. Wenn ich viel hab, dann bin ich frei. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen um Geld. Naja, wenn du Geld hast, weißt du, dass du dir weiterhin Gedanken machst. Und dass auch das eine Fehlschöpfung ist in Konkurrenz mit der Fülle Gottes. Gott sagt dir, du, ich habe dich perfekt und als Füllewesen erschaffen. Und du machst jetzt Mangelwesen und spielst jetzt in deiner kleinen materiellen Welt, die sowieso pausenlos zerstört wird und Leid erzeugen muss, weil du es so reingelegt hast. Du wolltest ja schließlich im Unterschied lernen. Und da erzeugst du jetzt diese Parallelwelt und versuchst jetzt hier irgendwie dein kleines Ding zu machen. Du wirst hier leiden müssen. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit auszusteigen, indem du nicht mehr mitspielst, ja, indem du begreifst, dass der kleine Teil, der die Box darstellt, dein Ego-Denksystem, der kleine Teil, der da total fehlgeleitet ist, dass dieser kleine Teil eine Kunstfigur ist, nicht wirklich existiert und dass deine Gedanken nur deine Gedanken sind, deine Welt erzeugen, deine Hölle oder dein kleines Paradies. Und dass da draußen niemand Macht über dich hat. Ja, da draußen kann jemand deinen Körper zerstören. Da draußen kann jemand irgendwie dich beschimpfen, dir was wegnehmen. Das kann alles passieren, natürlich. Aber es ist ein Traum, Bruder. Und warum siehst du das? Warum siehst du die Bösen da draußen, die Täter und die Opfer? Weil du es selbst reingelegt hast. Du kannst da draußen gar nicht sehen, wo du nichts mit zu tun hast. Das gibt es nicht. Und deswegen bringt es auch nichts, die Täter zu beschuldigen oder sich Verbündete zu suchen und sagen, ja, du bist gut und der andere, der hat mir ganz übel mitgespielt. Das hast du selbst da reingelegt. Das ist dein Bühnenstück.
Und das sagt uns doch Jesus in einem Kurs in Wundern. Und jede ernst gemeinte Form, die hier nicht das spirituelle Ego irgendwie bezeugt, sondern wirklich den Weg nach Hause, jede dieser Form wird dir sagen, so jetzt übernimm die Verantwortung und begreife, dass du nicht deine Gedanken bist, nicht die Vergangenheit bist, die du da erlebt hast, nicht die Wahrnehmung bist, dass das ein Spiel ist, dass das da stattfindet, dass das dein Avatar ist, der irgendwelche Talente hat, Charaktereigenschaften und der zusammen mit seinen Eltern, die er sich selbst ausgesucht hat, ein perverses Spiel spielt. Ja, diese Programmierung, die du da bekommen hast, die es dir hier schwer machen soll, hier hinzukommen, out of the box, diese Programmierung, die gilt es mal anzugucken, die Etikette, die Emotionen sind mal abzuziehen und mal zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und dementsprechend weiß ich auch nicht, was mir zum Besten dient. Und dementsprechend muss ich aufhören, Menschen zu beschuldigen. Und dementsprechend muss ich aufhören, zu jammern, wie übel mir mitgespielt wird oder anderen. Und aufhören zu jammern, weil ich nicht in der Fülle bin. All das, selbst wenn du Zeugen dafür finden wirst, denn in der Box hier unten wirst du immer Zeugen für dein Leid finden. Du wirst immer Menschen finden, die dir Recht geben. Willst du das? Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Fragt Jesus auch mal in einen Kurs in Wundern. Und dein Leid kannst du tatsächlich nur loswerden, indem du die drei mächtigen Magnete vom Ego, die Säulen Geld, Sex und Macht, indem du da mal anders drauf schaust, mal erkennst, dass diese drei Säulen eine ganze 3D-Welt gemacht haben, dass du ein Stück vom Kuchen haben willst und jetzt erkennst, da gibt es eben einen Kuchen, ja, und der ist aufgeteilt, die Mächtigen dieser Welt haben das größte Stück und dann sind noch ein paar Krümel über und du willst wenigstens ein kleines Stück und erkennst, irgendwann ist das aufgebraucht da draußen. Ja klar, weil du eben Mangel erschaffen hast und in dieser Welt kann es sein, dass du nicht so tolle Beziehungen hast wie der und der und dass du nicht so viel Geld hast oder dass du vielleicht schon krank geboren wurdest mit einer chronischen Erkrankung, die andere Menschen jetzt nicht haben. Aber das soll dich doch jetzt nicht mehr kümmern. Das ist das, was dich reinzieht. Und deine schrecklichen Träume und deine schönen Träume, die sind es eben, die es so extrem schwer machen, weil die ziehen dich noch doller an. Die schönen Träume, das bedeutet ja nichts anderes, als dass du ein größeres Stück vom Kuchen gerade hast, von diesem Sex, Geld, Macht, Gedönse. Also diese drei Worte, Sex, Geld und Macht, da kannst du Unterpunkte setzen. Ne? Also Sex ist ja auch, ich habe einen tollen Partner, ich habe ein erfülltes Sexualleben, ich habe, was weiß ich, einen tollen Körper, ja, guckt mich alle an. Und Geld könnte sein eben, ich habe ein tolles Haus oder dir genügt vielleicht auch schon eine schöne Wohnung. Das sind ja so Unterpunkte und Macht ist sowieso alles. Wie viel Macht hast du? Und diese drei Punkte vom Ego, die bedingen sich gegenseitig. Hast du das eine, hast du mehr vom anderen. Das kannst du dir mal ganz in Ruhe mit deinem inneren Lehrer angucken. Und das sind mächtige Magneten. Und zwar ist es auch so, weil diese drei Magneten dich auch an deine Heimat erinnern. Es ist zwar eine Perversion da drin in diesen drei Säulen, aber letztendlich sind diese Säulen, Sex steht für die Einheit mit allem, was ist. Ja, die Einheit mit dem ganzen Universum, mit Gott, mit seinen Schöpfungen. Du bist eins, das steht dafür. Ja? Und Geld ist eben die Fülle. Du bist in der Fülle in Gott. Da gibt es kein Gegenteil. Ja? Und Macht ist eben, du bist allmächtig. Und das versucht eben Ego poplich hier jetzt in der Box nachzuspielen mit seinen drei Säulen und die ziehen dich magnetisch an. Und alle diese drei Säulen haben innen die Schuld. Da gibt es nichts ohne Schuld. Sex ohne Schuld gibt es kaum. Ja, Geld ohne Schuld, Macht ohne Schuld, guck dir das an. Da könntest du ja zig Videos drüber machen. Ja, zig Videos. Da kannst du aber selbst mal, das ist ja ein Gedankenanstoß, dass du mal mit deinem inneren Lehrer dir diese Säulen anguckst
und mal schaust, was Ego da eigentlich mit dir macht. Und dann wird der Heilige Geist dir sagen, so, und diese drei Säulen, die dich so magnetisch anziehen, die dich so leiden lassen, weil du das nicht hast, das nicht und das nicht, oder weil da gerade was falsch läuft und weil natürlich da wieder mit der Schuld gespielt wird und du jetzt wieder voll da in der Box abgehst und überhaupt nicht erkennst, dass das nur ein Spiel ist, nicht wahr ist, ja. Also in dem Moment, wo du eben das durchschaust und das deinem inneren Lehrer gibt, sagt er so, und jetzt nutzen wir diese drei Säulen anders. Jetzt nimmst du die Macht wieder zurück an dich. Und wenn du geheilt bist, wenn du immer öfter hier bist, dann wirst du Sex, Geld und Macht weise benutzen. Sehr weise benutzen. Du wirst es benutzen, aber anders. Und da wird keine Schuld entstehen, du wirst kein Karma machen. Und du wirst Menschen, Brüder, freisprechen. Du wirst die Vergangenheit vergehen lassen. Und du wirst nichts mehr wollen von jemand anderem. Da ist keine Erwartung mehr, kein brennendes Verlangen. Da ist kein, aber ich habe es doch auch verdient, schön zu leben. Ja. Erst wenn du bereit bist, deine Beziehung heilen zu lassen, kannst du immer öfter out of the box, kannst du immer öfter hierhin. Wenn du deine Beziehungen nicht heilen lässt, dann wirst du in deiner Matrix bleiben müssen. Dann spielst du das Spiel. Dann lässt du dich von den Magneten vom Ego-Denksystem anziehen. Und ja, und wenn du eben noch glaubst, es gibt andere Möglichkeiten, dann wirst du vielleicht im spirituellen Ego aufsitzen. Und wirst diese drei Säulen, die es da gibt, mit ihren Unterpunkten so halbherzig benutzen. Du wirst nicht mehr hier sein wollen und redest dann, das sind dann alles so Floskeln, die du dann raushaust. Gleichzeitig bist du aber hier nicht im Gewahrsein. Also du redest irgendwelche Floskeln, benutzt dann diese drei Säulen vom Ego, ja, benutzt du halt weiter, aber du versteckst sie unter einem spirituellen Deckmäntelchen. Und das ist es letztendlich auch nicht. Und du alleine musst begreifen, dass die Etiketten in der Box nichts mit dir zu tun haben. Du kannst zum Beobachter werden. Du kannst begreifen, dass die Emotionen, die du hast, zu bestimmten Bildern anerzogen sind. Dass du dir ein Bild gemacht hast im Laufe deiner Kindheit, dass du nur programmiert bist. Begreife das. Du weißt nicht, was dir zum Besten dient. Und lass dich mal führen. Und begreife mal, dass die Fülle in dir ist. Und dann hörst du auf zu leiden. In dem Moment, wo du jedes Mal, wenn du sagst, es sollte aber anders sein, und hätte der andere nicht das und das getan, und wäre das und das, und immer dieses Aber, wenn du das wirklich beobachtest, dass das kommt und du sagst sofort Stopp und das kannst du mit deinem Willen, dann wirst du erstmal dich selbst beruhigen. Auch, dass du anderen etwas mitteilen willst über den Kurs oder so. Es geht darum, dass du in dir heilst, dass du den anderen in dich mitnimmst. Du musst nicht einem anderen was sagen, der das gar nicht versteht, womöglich. Und gerade wenn du mit Menschen zusammen bist, die noch total im Ego sind und die das auch so wollen, dann sag möglichst wenig. Es ist doch so wichtig, was du denkst und nicht, was du sagst. Und wenn dir dann ein Wort gegeben werden soll für den anderen, dann wird es dir auch gegeben. Ja, und das Leid, das kannst du nicht mit vielen verschiedenen Formen versuchen aufzulösen. Das Schöne ist, in dem Moment, wo du erkennst, dass du zwar die Emotion Leid fühlst, die aber da stattfindet und das hat eben nichts mit hier oben zu tun, wo du das mal aushältst und es einfach mal, ja, einfach mal fühlst, dieses Leid. Es einfach mal da sein lässt, ohne gleich was verändern zu wollen. Also in dem Moment merkst du, wie es von alleine besser wird. Du lässt es da sein, weil du erkennst, ja, als Mensch leidest du.
Du nimmst deinem Ego den Wind damit aus den Segeln. Wenn du natürlich jetzt wieder auf Problemlösungssuche gehst, da wird dein Ego dir tausend Möglichkeiten geben und wird dich wieder auf Reisen schicken, wo nichts passiert. Oder eben, wo es im Moment besser ist und dann wird es wieder schlimm. Lass doch das einfach mal da. Und dann gib es deinem inneren Lehrer und versuch mal nicht, wie wild selbst deine Probleme irgendwie zu lösen. Und du wirst dich wundern, plötzlich erhebst du dich darüber, übers Schlachtfeld, du hast eine andere Schwingung und in dem Moment wird etwas vor deinem Auge erscheinen, dir wird etwas gegeben werden, was hilfreich dir dient. Dann wird ein Mensch in dein Leben kommen, ein Zustand in dein Leben kommen. Es geht ja nicht darum, dass der Vater will, dass du leidest, aber du wirst sanft und viel, viel sanfter durch die Gänge geführt werden, wenn du im Vertrauen bist. Du sollst ja hier der glückliche Schüler werden, der sich nicht dafür schuldig fühlt, dass er lernt. Und vor allen Dingen sollst du wirklich im Frieden sein. Also Menschen, die aufwachen, sind im Frieden. Du kannst in Trauer und in Schuldzuweisung und in diesen Spielen hier nicht wach werden, weil die Spiele sind ja der Traum. Und wie willst du traurig diesen Traum hier verlassen? Traurigkeit ist der Traum, Trauer ist der Traum, Wut ist der Traum, Schuldverschiebung ist der Traum. Geld, Sex und Macht sind der Traum. Und du sollst alles deinem inneren Lehrer geben. Und es ist sehr wenig Machen nötig. Du hast keine Pläne mehr, setzt keine Ziele mehr. Das, was du tun sollst, wird dir gesagt. Und das, was für dich wichtig ist, wird zu dir kommen. Und dafür ist es so wichtig, auch dein Vertrauen zu entwickeln. Ja, und das Leid loszulassen geht nur, indem du durchschaust, dass es nicht wahr ist und dass das wirklich nur dieser kleine Ego-Teil ist und dass du eben begreifst, dass deine Emotionen, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen, dass die nicht wirklich wahr sind und dass du es wirklich mal aushältst, sie einfach mal da sein lässt und sie ausfließen lässt. Ja, und einfach mal sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht, was mir zum Besten dient. Ja, ich hab einem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und nur ich glaube, das und das ist für mich wichtig. Aber der das glaubt, das ist ja nur meine Kunstfigur. Das ist doch der Avatar, der hier seine ganzen Etiketten hat. Und wenn du wirklich aufwachen willst und wenn du wirklich sehr, sehr glücklich sein willst, dann musst du dich früher oder später vom Außen entkoppeln. Dann wirst du das Außen als das erkennen, was es ist. Es ist nichts anderes als eine Projektion. Deine Projektion in Gemeinschaftsproduktion mit all deinen Brüdern und du wirst zurücktreten, du wirst die Sühne für dich annehmen und du wirst es nicht mehr wollen. Und dann wird alles in dein Leben kommen, was da reingehört und du zeterst nicht mehr. Ja, du wirst immer öfter in die Liebe kommen. Und wenn du hier bist und immer öfter hier bist, wird das, was da drin ist, dich nicht mehr so schnell berühren. Das ist, worum es letztendlich geht. Und es ist so, so wichtig, dass du regelmäßig die Dinge, die dich berühren, die dich noch, die Sorgen und so weiter, dass du die deinem inneren Lehrer gibst und begreifst, dass du nicht der Avatar bist, dass du nicht deine Etiketten in der Box bist, dein Charakter, deine Talente, deine Programmierung, das bist du nicht. Es wird sich dir aufdrängen. Ja, du wirst es als Druck empfinden. Ja, es ist aufreizend. Ja, aber du erkennst immer öfters, bist du trotzdem nicht. Und darum geht's. Und dann wird auch der Druck von deinem Ego-Denksystem weniger werden, weil du löst es ja peu à peu auf. Und es gibt nur einen einzigen Teil, der echt ist in deinem Geist. Und das ist der, den du mit Gott gemeinsam hast. Und das ist eben der große Teil, der ganz, ganz große Teil und der kleine Teil, der sich so aufbläst und so aufdrängt, der ist da. Und von dem willst du dich jetzt nicht mehr lenken und leiten lassen.